Melfort-Kartoffelsalat. Zu Anfang benötigt man 4 große Kartoffeln, 25 Minuten lang kochen müssen. Ein kleiner Tipp: Fällt die Kartoffel von der Gabel, so ist sie gar. Ist das der Fall, muss man vorsichtig das Wasser abgießen. Nun schreckt man die Kartoffeln mehrmals mit kaltem Wasser ab. Und pellt sie daraufhin vorsichtig mit den Händen. Anschließend lässt man sie circa eine Stunde ruhen. In der Zwischenzeit würfelt man 80 Gramm Bauchspeck und eine mittelgroße Schalotte. Dann erhitzt man einen Esslöffel Rapsöl in einer Pfanne, gibt den Bauchspeck hinzu und kurz darauf dann die Schalotte. Beides wird gegart, bis es sich goldgelb färbt. Jetzt schneidet man die Kartoffel in feine Scheiben. Noch ein Tipp: Unschöne Stellen einfach herausschneiden. Die Kartoffeln in einer Schüssel mit Meersalz und Pfeffer würzen. Und gut verrühren. Als nächstes rührt man mit 250 ml kochendem Wasser und 5 Gramm Rinderbouillon eine Brühe an. Hinzu kommen ein Esslöffel Rapsöl, ein Esslöffel Melfort traditionell und ein Esslöffel Senf. Die Zutaten mit dem Schneebesen gut vermischen, die fertige Marinade heiß über die Kartoffeln gießen und erneut gut miteinander vermengen. Dazu kommen noch der Speck und die Zwiebeln. Alles wieder mit etwas Salz und Pfeffer würzen, vermengen, fertig.